Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Ark, natürlich. Heute bin ich alleine. Die Sam ist nicht bei mir. Das hat jetzt keinen besonderen Grund. Nein, ist einfach nur so. Die wird heute Abend noch mit ein paar anderen Leuten, die dann auch hier auf dem Server spielen, aufnehmen. Und da hatte sie gesagt, sie will jetzt erstmal eine kurze Pause machen, sonst wären das wahrscheinlich doch ein paar zu viele Folgen. Und ich habe mir gedacht, in der Zwischenzeit könnten wir hier mal ein bisschen losziehen und hier einfach mal so schauen, was wir an Dinos finden, was wir denn so töten können. Nein, ganz ehrlich, ich wollte ein bisschen leveln. Ich habe nämlich gesehen, es gibt ein paar Sachen, die kriegt man so erst ab Level 35. Da habe ich mir gedacht, naja, dann könnte man ja mal gucken, ob man nicht vielleicht das Level einfach nochmal machen kann. Deswegen werde ich diesen schönen, der ist eigentlich schön, oh, das ist so schön rot, der Rex, aber naja, den werden wir jetzt hier auch mal erledigen. Und dann kriegen wir ja dabei auch netterweise ein paar Ressourcen und Glöns und Krams und ihr wisst ja. So, der Pteranodon da sieht geil aus, der Weiße. Also, da hinten ist unsere Basis und wenn ich mich tatsächlich nicht ganz täusche, dann müsste die Basis von der Sam hier gleich um die Ecke sein. Da können wir jetzt einfach mal spionieren gehen. Ich dachte, sie wäre hier um die Ecke. Also hier war auf jeden Fall die Ecke, wo... Also, es sieht geil aus. Das Schlimme ist, jetzt, wisst ihr, jetzt hab ich die Ecke hier gesehen. So, die sieht auch geil aus. Die würde ich auch gerne bauen. Das geht mir aber immer so. Sobald ich irgendwie losziehe, dann stelle ich fest, so, oh, hier ist es schön und hier ist es auch schön und da ist es auch schön. Na, da kann man halt nichts, gegen machen. Da hinten müsste sie sein. Da geradezu, wenn ich mich nicht wirklich... Ach, egal. Ich glaube, ich täusche mich total und ich glaube, eigentlich sind wir viel weiter auseinander, als wir dachten. Oder als ich ursprünglich dachte. Aber was soll's. So, komm her, Bronto. Ja, komm, Level up. Ich habe so viel... Das Schlimme ist, man kriegt jetzt halt Krams, den man eigentlich gar nicht braucht. Ich glaube hier, genau da geradezu, müsste das sein. Also es ist doch ein Ticken weiter, aber es ist nicht ganz so weit weg. Also ich glaube, man kann das gut erreichen. Habe ich denn jetzt selber ein Level up? Das wäre ganz gut. Ja, haben wir. So, das heißt, jetzt werde ich erstmal ein bisschen Stamina pumpen. Hier so schön in die Muckibude. Und jetzt, glaube ich, bin ich immer noch nicht Level 35, oder? Doch, doch. Nee, das sind die Level 30er Sachen. Glass Metal Large Storage Box. Ich bin gespannt. Glass Metal Smithy. Also ihr seht schon, das sind alles Sachen aus Mods. Metal Cage Wall. Das, oh, da freue ich mich. Ja, das ist cool, das ist cool. Genau das will ich eigentlich haben. Ich frage mich jetzt nur gerade, wo ist diese... Sind das diese Pillar, die man anschrägen kann? Welches Level haben wir denn jetzt? Wir sind jetzt 33. Naja, komm, die zwei Level, die können wir, glaube ich, noch schnell machen. Wir schnappen uns einfach mal hier die Brontos. Und den Spino. Und alles, was hier gerade rumläuft, ich werde jetzt einfach alles töten. Und pst, nicht der Sam verraten, dass ich jetzt hier wahrscheinlich auch das Trike mit töte. Wird die bestimmt traurig sein. Oh. Ich bin alleine deswegen traurig, weil es Level 100 war. Scheiße, das hätte ich mir mal... Das hätte ich mir mal zähmen sollen. So, hier in den Hintern. Dann, das ist die effektivste Stelle. Ich habe gehört, da sind die Dinos am verwundbarsten. Ich wollte eigentlich den Spino killen, nicht die Carbonemisse. Oder wie heißt das denn dann? Carbonemen? So, all 105, oh Mann. Naja gut, aber zähmen kann ich die momentan eh noch nicht. Dafür ist mein Vorrat an Narcotics dann doch noch zu klein. 115, die sind so geil hoch hier alle, die Dinger. Muss ich echt mal sagen, ich finde die so genial hoch vom Level her. So, wenn wir jetzt unser Inventar aufmachen, dann haben wir hoffentlich... So, Stamina, Stamina. Was bräuchte ich denn noch? Ein bisschen Fortitude. Okay, wir haben... Ja, gut, wir haben mehr als genug. Metal Pillar, Glas Metal Pillar. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Wo sind denn diese... Wo sind denn diese... Dinger aus der Mod? Wo sind die denn? Ist das... Ich dachte, das wäre der Wooden Pillar. Muss ich vielleicht mal ausprobieren? Vielleicht muss ich da auch einfach einen Wooden Pillar drunter setzen und dann... Das muss ich mal ausprobieren.
Oder ja, keine Ahnung, irgendwie werden. Ich komme jetzt schon an die Metal Foundation ran, das geht auf einmal so schnell. Metal Staircase, Beer Barrel, gut, den brauche ich nicht, aber Metal Ceiling, Fabricator, alles schon freigeschaltet jetzt mit 35. Das ist natürlich grandios. Aber was ich tatsächlich lernen will, wobei lohnt sich das? Glass Metal Smithy, die brauche ich auf jeden Fall, um das Zeug zu bauen. Aber was ich jetzt... Gravestone? Nee, den brauchen wir. Denn vielleicht später mal, wenn wir denn dann Dinos zähmen. Jetzt bin ich aber ein bisschen... Was hole ich mir denn? Was hole ich mir denn jetzt Schönes? Behemoth Stone Gateway. Ja, und das auch. Dann können wir uns nämlich eine Sache schon direkt sparen. Wooden Tree Plattform bringt uns momentan nichts, aber da wird noch was kommen. Ich glaube, das hatte ich. Hatten wir das zusammen? Ich glaube, das hatten wir. Ja, das hatten wir, glaube ich, erzählt. Nehme ich jetzt schon eine Metal Foundation? Ich bräuchte eigentlich die. Nee, ich bräuchte eigentlich. Ja, genau das bräuchte ich. Ich habe keine Ahnung. Nein, was wollte ich denn sagen? Ich bräuchte eigentlich die Metal Fence Foundation. Moment, ich kann doch hier suchen. So. Metal Foundation. Okay, dann brauchen wir die doch. Die Glass Metal Foundation. Ja, die brauche ich jetzt, glaube ich, noch nicht lernen. Aber wir können mal weiter gucken. Ich habe ja noch 146 Punkte. Ja, das geht so schnell. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Bookshelf brauche ich nicht. Die Metal Spike Wall will ich auf jeden Fall. Metal Pick und Metal Hatchet lohnt sich eigentlich schon fast gar nicht. Aber die Crossbow. Der Stone Pillar. Das Wooden Window. Oh Gott, so viel Kram. Den Stone Fireplace. Ja doch, den lerne ich auch. Das Reinforced Window. Und was ich gerade die ganze Zeit suche, ist die Reinforced... Doch, die habe ich schon, die Reinforced... Ich dachte die ganze Zeit, die hätte ich nicht. Die Reinforced Wooden Door. Ja, dann können wir das lernen. Das schon mal... ja, das und das und das. Und jetzt haben wir keine Punkte mehr. So. Aber... Unser guter Quetzerhall hat ja auch noch ein Level-Up. Den pumpe ich jetzt nochmal hier so ein bisschen Weight. Bisschen Melee-Damage... Bisschen Movement Speed. So. Und dann, übrigens sehr cool, die Ecke kenne ich schon, die kenne ich schon von vorher. Ist hier drüben das? Das finde ich so grandios mit diesem Bachlauf. Das ist einfach, ich finde das schön. Das ist, okay, das sieht hier ein bisschen doof aus, so ein bisschen schäbig, wo das Wasser, also wo der Bach ins Wasser geht. Mal abgesehen davon, ich wollte mal was ausprobieren. Das habe ich, letztes Mal brauchte ich das nicht. Doch, das funktioniert, die Wasser. Das sieht halt hier so ein bisschen schäbig aus, wenn man das von oben sieht, aber es ist doch sehr geil mit diesem fließenden Gewässer, das finde ich total cool. Genau, und so, und jetzt, ich bin hier schon 8 Minuten nur am Labern. Genau, und jetzt wollte ich hier mal gucken, weil soweit ich weiß, baut die gute Sam hier. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder war es doch da drüben? Nee, hier sehe ich aber jetzt tatsächlich nichts. Ich glaube, hier komme ich mit dem Quetzal nicht. Doch, da komme ich durch. Das ist halt auch geil hier. Schön hier hinten so schön rundherum Mauern. Das ist echt cool. Also hier kannst du auch, hier kannst du coole Sachen bauen, auf jeden Fall. Aber hier ist sie nicht. Oder war sie vielleicht hier oben drauf? Das kann natürlich auch sein. Oder ich täusche mich einfach gerade und sie baut doch hier drüben. An dem Bachlauf. Es ist halt sehr cool, weil hier gibt es, also das gefällt mir an der Map halt wirklich gut und deutlich besser als an The Island. Das seht ihr hier. Hier gibt es ganz viele wirklich ebene Flächen, wo man wunderbar drauf bauen kann, die aber abgeschieden sind. Das heißt, da läuft nicht mal eben irgendwas rein, aus Versehen. Also hier auch, ich finde das auch mit diesen ganzen Ruinen, es ist einfach nur total cool. Die Map ist deutlich, die ist deutlich cooler als, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, wollen wir einfach noch ein bisschen leveln. Hier sind gerade so viele Brontos. Da können wir einfach mal hier, zack, komm her.
Genau, und ich hatte ja gesagt, ich werde wahrscheinlich auch noch ein paar andere Dinos von dem anderen Server rüberholen. Die kennt ihr auch, die meisten kennt ihr wahrscheinlich auch so aus meinem Let's Play oder aus den Streams. Weil ich wahrscheinlich auf dem anderen Server nicht mehr so wirklich spielen werde. Was ist denn jetzt los? Hat kurz gelaggt? Nö. Nee, ich werde wahrscheinlich auf dem anderen Server nicht mehr spielen, weil ich habe tatsächlich nicht, also ich habe einfach nicht Zeit, auf zwei Servern gleichzeitig zu spielen. Zumal, und das gebe ich ja ganz ehrlich zu, bald WoW Legion rauskommt und ich werde da mal wieder ein bisschen WoW suchten. Mal gucken, vielleicht sogar mit Stream. Das werden wir dann aber einfach sehen. So, da haben wir schon wieder ein Level up. Das ganze Prime Meat und so, das ganze Meat brauche ich nicht. Worum es mir hier eigentlich geht, sind die XP und ein bisschen Hide und so ein Kram. Hallo, haut zu. Die sind alle ganz schön hoch im Level. Das wird später noch ein Spaß. Also hier Dinos zähmen wird sicherlich interessant, weil die alle schön hoch sind. Da unten der Kano hilft mir sogar noch. Jetzt nicht mehr. Da fällt mir ein, das wollte ich eigentlich mal umstellen. Da wollte ich bei mir mal nachgucken, wie das denn geht. Ich habe vielleicht kein Stamina mehr, das heißt... Na, geh weg. So. Mal ganz kurz den Vogel Stamina pumpen lassen. Pump! Pump! Hat der noch ein paar Bären dabei? Ja, hier kommen. So. Und Stamina kriegt er jetzt auch dazu. So, dann können wir hier weitermachen. Der eine ist weg. Wo ist denn der eine hin? Achso, das sind die beiden hier. Na gut. Komm schon! Ist eigentlich total übertrieben, dass ich die jetzt töte, weil die geben so viel Fleisch, dass ich da überhaupt nichts mit anfangen kann. Aber die geben halt auch Hide und Hide brauche ich momentan, glaube ich, noch relativ viel, später wahrscheinlich nicht mehr so. Aber naja, gucken wir einfach mal. So, den töte ich noch, aber dann reicht es, glaube ich, auch für heute. Also für das Leveln, mit dem Leveln. So, komm hier, den schnabulieren wir noch weg. Dann haben wir auch genug Fleisch für unsere paar Tierchen. Ich müsste jetzt, guck mal da vorne. Ich hab mir nämlich gerade gedacht, so ein Bronto ist schon ganz cool. Der gibt aber nicht mega viel XP. Aber so ein Rex, der gibt schon ordentlich XP. Der ärgert ein bisschen den Tyrannodon. Das ist ja super, da kann ich mich in Ruhe um den Rex kümmern. Eigentlich dachte ich, dieser Quetz hier macht deutlich mehr Schaden, aber naja. War wohl mal so. Da müsste ich vielleicht nochmal checken, ob das hier auch alles richtig ist von den Settings. So, Level Up is available. Ich weiß nicht, wie viele. Was nehme ich denn jetzt noch dazu? Melee Damage? Ein bisschen Health, würde ich sagen. Okay, 5 Level haben wir auf jeden Fall. Okay, das waren jetzt doch einige. So, wie funktioniert das? Hier, Metal Pillar. Kenn auch nicht. Das ist Glass Metal. Das brauche ich nicht. Das Ding wollte ich noch lernen. Das habe ich vorhin vergessen. Das Glass Metal Railing finde ich halt total cool. Das sieht ziemlich cool aus. Aber wo sind denn jetzt diese Pillars aus der Mod? Wo kommen die? Wann kommen die? Ich brauche das. Oh, ich könnte den Industrial... den Fabricator. Genau, den lernen wir auf jeden Fall schon mal. Und jetzt? Metal Staircase. Naja, mal gucken. Oder spare ich mir jetzt die Punkte erstmal? Metal Dinosaur Gateway. Greenhouse. Industrial Grill. Der Industrial Grill wäre halt was, aber da bräuchte ich noch Benzin. Gaso. Moment, was? Das war die Gasmaske. Was muss ich denn machen, um Benzin zu... Das ist doch Gasolin.
Oder nicht? Spark Powder habe ich. Das, Moment, wir können doch einfach beim Fabricator gucken. Da müsste es doch... Nee, der hat das ja nicht als Voraussetzung. Hat der Industrial Grill das vielleicht als Voraussetzung? Nee, den kann ich ja schon lernen. Powered by Gasoline. Steht doch da. Gaso. Wobei, wir haben eh kein Öl, also... Ne. Ja. Dann lassen wir das erstmal sein. Dann müssen wir uns halt erstmal weiterhin mit den Campfeiern behelfen. So wirklich happy bin ich darüber nicht, aber... Ach, guck mal da. Ich sehe gerade sehr viele XP für uns. Und das auch noch direkt... Und warum? Was machen die auf... Das ist so direkt unterhalb von unserer Base. Ich meine, wir sind da safe. Da habe ich nicht das, so das Problem mit, aber... Was macht der hier? Hä? Was machst du hier? Was willst du hier? Der hat jetzt auch... Was? Der Alpha hat aufgegeben? Willst du mich verarschen? Die 10 Level, die hole ich mir jetzt aber hier. Da kannst du dir sicher sein, mein Lieber. Der sieht nicht mal so aus, als wäre der angekratzt bisher. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz... Jetzt bloß nicht runterfallen. Komm hier, Melee Damage. Und wir füttern den mal gerade ein bisschen wieder hoch. Wobei, der hat ja noch fast volles Leben. Also das finde ich interessant. Die Alphas machen denen nicht wirklich Schaden. Und ich weiß nicht wieso, aber ich habe jetzt einfach so viel Fleisch, dass ich mir denke, irgendwas muss ich damit ja anfangen. Und dann füttern wir ihm halt das Leben ein bisschen auf. So. Ich habe auch noch ein Level up, wunderbar. Aber wo ist denn der Alpha hin? Der ist, weil der ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu nah an meiner Base. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Nicht, dass der da hochkommen würde, davor habe ich gar keine Angst. Aber das ist halt irgendwie doof, ne? Weil wenn ich dann hier unten mal was farmen will und der... Der ist nicht mal angekratzt. Ich weiß nicht, welches Level der hat. Ich habe leider noch kein Fernglas, wie ihr seht. Oder wie ihr nicht. Also, ja. Komm schon. Bisschen Blut. So ein kleines bisschen. Oh Gott, das scheint ein echt hoher Alpha zu sein. Oh, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Also ich werde aber auch... Mal gucken. Jetzt haut er ab. Ich bin mal gespannt, ob ich den diese Folge noch tot krieg. Oder wie lange wir jetzt auf diesem Ding rumbeißen müssen, bis der endlich mal stirbt. Der ist halt auch rot. Ja, also rot mit dem roten Nebel. Da sieht man jetzt natürlich überhaupt nicht, ob der irgendwie blutet. Er haut aber immer wieder ab. Oder hat er sich jetzt gedacht, er frisst mal den... Ja, ich glaube, der hat sich gedacht, er frisst mal den Tyrannodon zwischendurch. Meine Güte. Wie lang kloppe ich jetzt schon auf dem rum? Ich glaube, sehr lange. Ich brauche ein Tier, das mehr Schaden macht. Ich habe auch noch, also den habe ich tatsächlich noch, meinen Rex. Aber dann muss ich natürlich erstmal den Rex-Sattel für haben. Den gibt es nämlich jetzt nicht mehr. Also ich habe das ja in der ersten Folge, die ich mit Sam zusammen aufgenommen habe, habt ihr das wahrscheinlich gesehen. Da haben wir, da sind wir ja an dem Pillar gestartet. Oder an der Ark oder wie, die Leute nennen das ja alle anders. Ich sag dazu immer Pillar. Und da gab es ja quasi als kleines Goodie so ein paar Klamotten und auch zwei Sättel für die ersten beiden Dinos. Die wird es aber für die neuen quasi nicht mehr geben. Nein, jetzt nicht da runterfallen. Lass das. Ich will dich umbringen. Jetzt, hallo? Kann der mal aufhören abzuhauen? Oh, na endlich. 80er. 80er Alpha. Ich werd nicht mehr.
Ich werde wirklich nicht mehr. Das ist krass hoch. Das ist echt krass hoch. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal. Wir haben den hier den ganzen Berg runtergetrieben. Ich habe übrigens eben gesehen, da war ein Quetzal. Den ich mir aber jetzt, glaube ich, nicht holen kann. So, Level-Ups. Genau. Wahrscheinlich wird es wieder jede Menge. Wo wollte ich denn. Was wollte ich denn noch machen? Ich nehme nochmal. Dreimal Fortitude, paar Mal Health. Oh Gott, das waren jetzt wirklich viele Level-Ups. Und Stamina. Stamina mache ich auf 200, das reicht. Okay, und dann hat da Level 1. Sehr schön. So muss das sein, das geht doch wunderbar schnell. Rex. Rex Saddle. So. Was hatte ich denn noch in der. Ich weiß es gar nicht mehr. Den Biber, den. Hm? Ach, den Argentavis, den. Lernen wir auch schon mal. Den brauche ich nämlich auf jeden Fall. So, und ich frage mich echt immer noch, wo ist dieses Pillar-Zeug aus der Mod? Ach, wir haben 509. Ja, dann kann ich ja mal hier. Da fehlt noch die Wooden Ramp. Ramp. So, die Glass Metal nehmen wir auch mal mit. Smithy, da lerne ich die auch jetzt mal. Da können wir nämlich so Glassachen bauen. Ich sehe es schon kommen, ich baue am Ende doch, so. Das brauchen wir auf jeden Fall. Greenhouse, den Industrial Grill lerne ich jetzt auch. Und den Metal Window Frame. Metal Window. Die Greenhouse-Sachen, die brauchen wir halt nicht unbedingt. So, den Generator. Das Keypad, den Lamppost, Omnidirect, genau, das ist der richtige. Das Kabel, die Steckdose, die Kantine, da brauchen wir einen Water Jar noch für. Water Skin, Water Jar. Water, nee, wie heißt das denn? Pipe, ne? Pipe heißen die Dinger. Die brauche ich auch, auf jeden Fall. Die sind. So, das haben wir alles. Ja, das wird jetzt relativ schnell vorwärts gehen, wenn ich das so sehe. Wir haben jetzt schon Strom. Wir haben schon den Kühlschrank. Den normalen Lamppost brauche ich, glaube ich, nicht. Den Airconditioner brauchen wir momentan auch nicht. Hier ist noch das Behemoth Gateway. Das hole ich mir aber jetzt noch nicht. Industrial Grinder. Ich glaube, das ist der. Ja, kann ich mir nicht holen. Das heißt, jetzt sparen wir die Punkte. Oh Gott, ich bin ja auch schon wieder total in der über. Ich wollte gerade Überzeit sagen. Ich habe ja schon wieder total überzogen. Von daher, ich fliege mal zurück in meine Basis und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark auf The Center. Ja. Und dann gucke ich mal. Ich habe jetzt so viel Zeug. Ja, jetzt haben wir das hier gebaut und eigentlich war das alles für ein Bobbes. Können wir gerade alles neu machen? Nein, machen wir natürlich nicht. Also Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.